Ja, halli, hallo, liebe Schwebefreunde, ich bin's, der Tenshi. Und ich bin der fettschwebende Angelo. Und wir spielen RoboCraft. Und in der letzten Folge habt ihr vielleicht gesehen, wir haben ja an diesen Dinger gebaut. Ich habe jetzt in der Aufnahmepause ihn nochmal ganz schnell irgendwie abgeändert. Ich habe, wie ihr vielleicht gesehen hattet, hatten wir, der war ja so breit, weil wir noch eine Extraschicht hatten. Die habe ich, also diese Extraschicht hier ringsherum habe ich komplett weggelöscht. Ja, wie man hier sehen kann, dann habe ich mir vorgenommen, hier, ich habe mal die Rotz hier reingemacht. Hier so 3er Rotz, hier sind 5er Rotz. Theoretisch sollen die gleiche Hitbox haben, wurde mir gesagt, ob das stimmt. Ich hoffe mal, das stimmt, dass sie eine gleiche Hitbox haben wie die Blöcke. Das heißt, wir können ja nicht einfach durchschießen oder so. Die habe ich hier überall gemacht, weil ein so ein Block wiegt 15 Kilogramm. 5 Blöcke wiegen dann, was sind denn 5 Blöcke? Das sind die Hälfte von 150. Weiß nicht, die Hälfte von 150, was sind das, 75, keine Ahnung, 75 Kilogramm, ich weiß nicht. Und die Rotze wiegen aber bloß 9 oder 7 oder so. Also es ist ein ordentlicher Gewichtsverlust, Einsparung, sagen wir es mal so. Die habe ich oben und unten gemacht und ja, dann habe ich gesagt, okay, mach noch schnell die Waffe drauf, hier die Waffe drauf geklatscht. Hier habe ich noch Helium-Tanks reingeklatscht, weil ich irgendwie ein bisschen leichter werden wollte. Ja, und halt Waffen, Medic-Waffen. Und fertig ist das Ding. Und ein bisschen angesprüht und fertig war der Lack. So einfach geht das. Und heute, ach so, ja, hier unten habe ich noch Düsen dran gemacht, damit wir auf so overclocked mit auf Level 15 kommen wir auf 200 Meilen pro Stunde. Das soll so schnell sein wie Tank Tracks auf overclocked 115, auch auf 15 Level. Also die sind genauso schnell wie ein Tank Track, geil, oder? Hm. Hat sich richtig gelohnt. Okay. Und Angelo, der hat auch was gebaut. Ja, ich habe was gebaut, ganz schnell und fix. Okay. Ein Hover. Okay. Jetzt machen wir. Wir wollten jetzt gerne ein Team-Deathmatch machen. Team-Deathmatch. Weil damit können wir die Feuertaufe raushauen. Mal gucken, ob die was machen. Und wenn die das gut bestehen, dann machen wir noch ein Battle-Arena. Also bis gleich. So, wir haben es geschafft. Wir sind drin in einem fetten Battle. Einen richtig fetten Battle. Hornochse und Robo 29. Ich brauche echt. Wieso hast du. Anschluss muss mir auch mal einen Namen geben für meinen Bot nachher. So, haben wir irgendwelche Zuschauer drin? Ich glaube ja irgendwie nicht so richtig, ne? Sieht nicht so aus. So. Alter, der vor uns ist auch schon schwarz. Super Michi, ja, Super Michi ist drin. So, Anschluss, ich guck. Angelo, du hast echt auch, du hast auch wieder so einen Tank gebaut. Ich hab Hover gebaut. Oh, cool, geil, du hast sogar diese RAM-Dinger hast du dran. Ja, wir haben jetzt Hover. Wir sind genauso langsam wie unsere Tank-Tracks, wie immer, aber wir können jetzt fliegen. Theoretisch, ich schon. Vorbei. Ja, wo wollen wir denn jetzt hin? Weil das Problem ist, dass wir... schneller als die Tank-Tracks, eindeutig. So, so schnell sind die Tank-Tracks nicht. Angeblich sollen die Tank-Tracks 200... Oh shit, falsch... Oh Gott, Angelo! Oh, ich kann dir kein Schutzschild geben bis davor. Ja, ich bin schon weg. Sehr schön, Angelo. Du bist halt schnell. Du bist ein kleiner, schneller Flitzer. Du bist ein schneller Flitzer. Ich komme hinterher geflitzt. So. Den holen wir uns, Angelo. Alter, was ist das denn für ein Ding, ey? Ganz ehrlich, wie hässlich. Au, aua, aua, au, 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 au. Duck ich mich. Oh, oh. Oh shit! Oh Gott! Shit, was mach ich denn? Ach Gott, Tenshi! Gott, Tenshi, ja, ich bin ein Gott. Ich wurde geheilt, nice. Wo ist denn der hingeflogen? Hast du das gesehen, Angelo? Ja, hier runter. Wollen wir ihn jetzt jagen oder was machen wir? Immer treffe ihn mal. Ja, gut so. Ich hab den mal markiert, damit unsere Kollegen ihn auch sehen. Ja, Angelo, die sind doch super. Feuertaufe bestanden, Angelo. Die rotzen alles weg. Oh. So. Und. Bleib stehen! So. Was? Ich hab die nicht bekommen. Beschiss. Die capturen bei uns, ne? Rot, blau bedeutet ja, dass sie bei uns sind. Spotted. Pass auf, Angst, dass du nicht stirbst, ey. Spotted. Könnt ihr bald ein Schild geben? Oh, das war knapp, Alter. Ja, ich wollte dich gerade heilen, aber meine Heilguns sind halt hinten drauf. Die drehte durch. So. Okay, easy peasy, lemon squeezy. So, noch ein Gegner irgendwo. Wo sind die Gegners?
Also, ich muss sagen, fährt sich gut. Also, fliegt sich gut. Da oben, den schießen wir auch mal drunter. Okay, nach oben schießen ein bisschen schwieriger. Ah, nice. Ich habe, glaube ich, keinen Kill gemacht, oder? Ich habe einen gekriegt. Score-technisch waren wir ganz gut dabei, Angelo. Oh, fast gleich. Damage. Hast 2 Punkte mehr gemacht als ich. Also gut, das lief ganz gut. Okay, war ein bisschen chaotisch vom Gegnerteam, glaube ich. Aber okay. So, mal gucken, ob ich eine schöne Kiste. Also ich fand meinen viel schneller als Trax. Ja, also es hat jemand vor uns gesagt, der hat das irgendwie behauptet, dass Trax auch auf 200 Meilen sind bei 15 Overclocking. Boah, geil, ein Radar, cool. Oh, so ein Scheiß, ey. Düsen bekommen, ja. Aber eigentlich freue ich mich über nichts. Also es ist schwierig, sich da über was zu freuen, weil man eh schon irgendwie von allem irgendwie was rumliegen hat. So, der Markus hat das nämlich getestet, Angelo. So, dann machen wir jetzt ein Team-Deathmatch, Angelo. Team-Battle. Also ein Battle, ein Battle-Arena machen wir. Angelo, glaubst Holt du, wir eure Dosen schon mal raus? Es geht los. Dieser Witz wird nie alt, oder? Nee. Also, bis gleich. Es geht los. Nach 2,5 Stunden oder so. Aber Super Michi ist wieder drinne, ne? Der Super Michi ist wieder drinne. Der hat's geschafft, aber die anderen wahrscheinlich... Bixelbeef-Troll, Vinanko. Wo ist ein Bixelbeef-Troll? Ah, und Vinanko, wer ist denn da Vinanko, Alter? Der trollt jemand den Pixelbeef. Der gar nicht da ist. So, Angelo. Fliegen wir geradeaus direkt, ne? Alles ist nur am Schweben. Miau. Bist du schneller als ich? Könnte sein, dass du schneller bist als ich. So, ich habe gehört, dass die Pumpguns scheiße sein sollen. Alter, ich war voll am Lecken hier. Irgendwie leckt das mir gerade so voll. So, einfach alles kaputt schießen. Ganz ehrlich, diesen Turm hier, wer den gebaut hat, das mit dem Mecker euch jedes Mal rum, weil du kommst gar nicht an den Turm ran. Der steckt sogar teilweise in der Wand drin. Wer baut denn sowas? Ja, Free Jam, ne? Free Jam, die Säcke. Oh, da tarnt sich jemand. Alter, ich bin so langsam. So. Müssen wir jetzt warten, bis die dann auf einmal hinter uns auftauchen? Ich glaube, den Turm holen wir uns noch schnell. Die killen den Typen und wir holen uns den Turm. Mehr oder weniger. Komm schauen. Geh kaputt. Okay, vorne ist weggesäbelt. Nur noch hinten wegsäbeln. Der schafft das. Oh, hinter uns, ne? Hey, was ist denn? Was schießt denn der da? Was ist das? Sind das Laser? Hey, das sieht so komisch aus. Hey, haben die Laser-Animation abgeändert? Ja, hinter uns auch noch einer. Also quasi vor uns. Oh, shit. Au. Mich noch voll erwischt. Der arme Angelo. Versucht ihn noch irgendwie zu heilen, Angelo. Das wird nicht viel bringen. Weil ich nämlich auch gleich am Arsch bin. Aber eigentlich nicht. Da ist doch Super Michi übrigens. Ich hab noch getötet. So. Der Turm ist jetzt natürlich, der wird natürlich zurückgeholt. Der Turm wird natürlich zurückgecaptured. Raketen! Gerade. Raketen! Mein Hinterteil! Oh shit, falsche Taste gedrückt. Ups. Ja, da muss ich mich noch dran gewöhnen, dass ich jetzt 4 Tasten habe. Irgendwie Heilung, die Heilwaffe auf 4 ist. Vielleicht soll ich sie auf 3 machen und ja. So, Angelo, müssen wir was machen jetzt hier? Ich fahr mal zu dem anderen Turm da in der Mitte. Because ja, hier ist den irgendwie. Den sieht man gar nicht, aber er schießt auf einen. Wer? Der Raketentyp. Doch, da ist er jetzt. Da oben ist auch nochmal einer. Ein Railgunner. Ein Railgunner. Die Railguns sind in dem Spiel jetzt auch ein bisschen abgeändert. Also, ja. Es sind ganz schön viele Flughainis so unterwegs, gerade muss ich sagen. Und mit den Raketen. Oh Gott, der Angelo. Nein, Angelo ist geplatzt. Ja, aber klar. Oh Gott, einfach so von Super Michi auch noch. Das waren viel zu viele. Da standen neben mir ein Haufen. Oh shit. Oh shit, ist ein Haufen Gegner. Den Super Michi hole ich mir. So, nächsten Super Michi geholt. Oh, ist auch noch einer. Der, oh shit, der hat auch eine Pumpgun. Er kriegt mich nicht mit. Nee, das ist ein Flak. Komm, den muss ich doch säbeln in der Mitte. Och, Mist. Oh, Raketis von hinten. Die werden mich jetzt gut erwischen. Und doch nicht.
Nein, er ist nicht abgestochen, er ist abgestürzt. Ich habe gerade ein Geschenk runtergeschickt. Nigel, für dich ein Geschenk. Muss ich aber runterfahren. Kein Problem, ich habe das Geschenk schon wieder. Das Paket schon wieder. Schon wieder Plasma. Paket-Typ. Na scheiße, ich drück mal falsch. Pumpgun! So, er ist down. Gehört uns der Turm noch? Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich... Ja. Hallo. Trau mich nicht alleine. Trau mich nicht alleine. So, jetzt sind wir zu dritt. Aua, solange meine Waffe dran ist, ist alles okay. Hallo. Na, ja, wird auseinandergenommen. Ganz geschmeidig. Waffe ist hier. Ach Gott. Ich schwebe um irgendeine Richtung schwebe ich gerade. So. Okay. Okay, okay. Da brauche ich aber Heilung. So, gucken wir, ob ich ein bisschen heilen kann. So. Aber wir haben kein Schild mehr, Angelo. So. Okay. Ja, ich muss meine Wunden erstmal wieder lecken. Lol, wie er mit Raketen abgefangen hat. Ja, hau ihn weg. Jetzt wird hier eine Schneise gezogen. Shit, die haben wieder eine Dings gecaptured. Schade, dass die Pumpguns so schlecht sind beim Zerstören. Ich mach gerade mal die erste Schneise, Angelo. Aber der Super mich hört das jetzt wahrscheinlich, weil er am Teamspeak hockt. Aber egal. Passt schon. Kann eh nichts machen. Der kann ja nichts machen dagegen. So. Geil, noch ein bisschen Schneising. Ich habe mal jemanden getötet, aber. Lol, das ist schon wieder der Tower weg vom Gegnerteam. Wie geil. Ich schneise noch ein bisschen. Ja, Raketen. Ich scheiß auf Raketen. Ich muss eigentlich nur verstecken ein bisschen, aber ich will ja schneißen. Okay, der ist eh down. Oh geil, das haben wir gewonnen, das Ding. Naja, noch nicht, aber. Was macht denn der eine Typ da hinten noch? Da hinten ist alles schon weg. Was machst du? Bist du ein Anfänger? Hä, der Kyushi? Wo schießt der denn hin? Hä? Hab ich ja noch nie gesehen. Also das habe ich schon seit langer Zeit nicht mehr gesehen, dass jemand nicht wusste, wo er säbeln muss. Krass, Angelo. Krass. Hab ich nicht gesehen. So. Also, aber er funktioniert momentan. Er funktioniert noch ganz gut, weil es halt gerade weil es nicht so ein kleiner ist, der immer der beim ersten Schuss kaputt geht, sondern du kannst dich auch mal reinwagen. Und er ist, na klar, er ist nicht so super mega schnell, aber gefühlt ist er trotzdem schneller als mit Tank-Tracks. Guck dir mal den anschauen, der ist abgehauen, jetzt geht er wieder rein. Yep. Das ist ein richtiger Held, ein Kriegsheld. Lauf, Angelo, lauf! Und dann läuft er weg und dann rennt er wieder rein, weil er seine anderen Kameraden auch noch rausholen will. Auch wenn er gebissen wurde von irgendetwas. Versteht keiner, ne? Versteht keiner meine blöden Witze. Oder meine blöden Anspielungen. Mal gucken, ob jemand versteht. Schreibt in die Kommentare. Ich schieße von hier hinten mit drauf. Geht aber nicht. Spotted. Hallo. Oh, der Angelo. Oh Gott. Oh, hier ist ein Gegner. Shit, ich muss Angelo beschützen. Ich kann schon gut abhauen. Ich hab dir mal ein Schild gesetzt. Komm, schieß. Geht doch. Noch einmal. So. Ist er weg. Oh. Bam, 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 bam. Billy, billy, bam, 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 bam. Bulu, bulu, pa. Bala, 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 bala. Wir haben gewonnen. War doch easy. Ja. Also, das lag vielleicht auch am Gegnerteam, ne? Also, vielleicht. Man hat ja auch manchmal Glück. Manchmal. Manchmal ist er einmal nur gestorben. Ja. No, ich bin bloß Dritter. Nein. Warum ist einmal gestorben? Natürlich, Anschluss, weil ich gut bin. Ich bin ein Hoverfreak. Ne? Man sieht einfach, wenn man voll am Gewinn ist, dann stirbt man nicht so oft. Ja. Mal gucken. Mal gucken. Komm schon. Und? Was krieg ich für eine Kiste? Eine Diamanto? Und da sind jetzt richtig gute Sachen drin. Ja, gut, gut. Where? 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 Where?
Epic habe ich bekommen. Wie geil, Mann. Hier vorne nur Rotze und hier hinten sowas. Hä? Da können die Leute sich jetzt aber wieder aufregen. Weil jetzt sieht es nämlich wirklich so aus, als würde man als Premium einfach bessere Sachen kriegen. Wobei es eigentlich hieß, dass man quasi als Premium keine Vorteile hat, dass man genauso eine Chance hat, was rauszukriegen, nur dass es halt quasi doppelt ist. Aber komm, ganz ehrlich, wenn man sowas hier anguckt, hier vorne nur Uncommon, ja, und hier hinten dann einfach sowas. Was zur Hölle? Also da wird es bestimmt einige geben, die das öfters so erlebt haben, die vielleicht nicht Premium sind und die denken sich so, warum gibt es hier hinten die guten Sachen und hier nur die Scheiße? Aber er lief bis jetzt ganz gut, der Bodybot. Der lief ganz gut. Was ich noch machen wollte ist, wenn man, wie war das Z, glaube ich, genau. Ich möchte gerne die Barriere auf 4 machen und dann die 3 dann so. So, wir haben noch Zeit, machen noch ein Team-Deathmatch, schauen wir noch eins hinterher. Ah, cool. So, da sind wir. Anscheinend immer noch keinen Namen gegeben, der Sack. Okay, mal gucken. Panzermensch for fun. Mhm. Mooncar, Noobcar, da ist ja mal mit Noobcar unterwegs. Was zur Hölle, Roblaze? Der Sack. Den müssen wir umbringen, Angelo. Fährt einfach mit Noobcar durch die Gegend. Wie kann man nur? So, wo ist denn der Olekna? Da ist der Olekna. Wo wollen wir hin? Mit dem Rest zusammen, ne? So ein bisschen Teamarbeit und so ein Rotz. Ja, mal, wie langsam alle sind. Du kannst ihn ja Rückenschmerzen nennen. Rückenschmerzen? Ja, durch das riesen Ding, was da oben drauf gebaut hast. Ja. Okay, da ist jemand, der sterben will. Der haut ab. Schade. Aber der Maverick fährt, oder mein Neck fährt da direkt hinterher. Spotted. So, gibt doch immer auch noch mal ein bisschen was ab. So. Dann ist er jetzt down. Der Kleine. Ist ein Gegner weniger, aber die Gegner werden uns wahrscheinlich dann gleich von der Seite irgendwie anmachen, dumm. Alter, aua, Angelo. Kann auch noch mal ein Schild setzen. Aua. Ist hier oben Gegner? Oh, hier ist ein Gegner. Oh, Noobcar. Die sollte ja sehr schnell kaputt gehen durch Pumpguns, habe ich gehört. Oh, ich muss weg. Nein, Anschluss, schieb mich nicht rein in den Gegner. Oh mein Gott. Oh, fuck. Alter. Oh shit, das ist ein Veganer. Wo? Oh. Perfekt. Super. Ich hab's überlebt. Easy. Oh, hinter uns? Nee. Wo sind jetzt die bösen Gegner? Ich kann auch ein Schild setzen, aber wo sind die Gegner? Wie viele Gegner gibt's denn noch? Es sind noch mehrere. Ja. Ein paar sind's noch. Ach du Scheiße. Ein paar sind übertrieben. Aber ich bin da voll drinne. Ich sterbe für uns. Heldentum. Yeah. Alter. Okay, ich war nicht der Einzige, der reingegangen ist. Schwein gehabt. Huh. Ich hab keine Waffen mehr. Lol. Ich hab keine SMGs mehr. Lol. Ja, geil. Autoscooter gespielt. Miau. Ja, grad. Ja, Team Deathmatch, da muss man echt ein bisschen aufpassen. Ja, mit den Hovers ist so und so ein bisschen, aber passiert zwar sehr oft, dass du mal jemanden wegdrückst. Aber was ich echt doof finde, dass es keinen Hero-Bonus mehr gibt, Angelo. Oh, von wo? Von wo? Wo? Ja, von wo? Was zur Hölle? Oben links oder was? Keine Ahnung, wo. So ein Scheiße, ich das hasse. Hey, der hat schon wieder jemand Schaden bekommen. Okay, dann müssen wir schnell das Capture bei uns aufhalten. Ja, machen wir mal. Ich der ist ja, nee, gut, da ist ja gar keiner. Ah, hier ist ein Gegner. Hallo, Bam. Das ist meiner. Was? Wie soll denn... Oh Gott. Wo ist der Regano? Ja, jetzt alle tot jetzt. Vom Gegnerteam. Alle tot. Sieht trotzdem noch ein Regano auf jemanden. Ja, geil. Wie geil. Na egal, wenn wir alle da drauf gehen, dann kann uns nicht alle töten oder anschießen. Ja, wieder irgendein Bug. Geil. Ah, jetzt haben wir es geschafft. Ja, easy. Haben wir doch gut gemacht. Alter, ja. War ich scheiße. Angelo war noch beschissener. Aber es war noch jemand beschissener. Naja. Dem. Aber ich
Ja, gibt es intern noch ein extra Ranking? Oh, eine Goldkiste! So. Rare. Und dann, ach hier, guck mal, hier ist es wieder andersrum. Hier habe ich einen Rare bekommen. Oh, die Dinger sind geil. Die Dinger sind geil, weil die hatte ich damals nie, weil die halt echt Geld gekostet haben. Ja, die hier habe ich jetzt bekommen. Als Nicht-Premium und als Premium, dann habe ich das hier bekommen. Ein Uncommon. Also hier kann man jetzt wieder andersrum sagen. Jetzt hätte ich auch kein Premium gebraucht, ey. Also, es gibt, ich sehe es ja, wir machen ja mal ein Live-Let's Play, das weiß ja ein oder andere ja vielleicht. Ich lese gerade im Chat, es soll angeblich noch einen Skill-Ranking geben, dass wenn man jetzt zum Beispiel Scheiße spielt, dann kommt man mit einem 1700 CPU auch bei mir ins Match rein, wenn man Scheiße ist. Okay, das ist natürlich ein bisschen doof, ne? So, wenn man gut ist, dann kommt man trotzdem in höhere Rankings rein irgendwie. Ja, und seit dem letzten Update wurde das Skill-Ranking wichtiger. Es gab wieder ein Update, hab ich gar nicht mitbekommen. Okay, das würde eigentlich so wirklich bedeuten, dass man ein bisschen auch Skill zeigen muss. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit einem 500 CPU die ganze Zeit die Noobs wegklatschen will, dann wird man ja irgendwann skilltechnisch besser eingestuft und dann kommt man in Matches rein, wo jemand vielleicht mit 1000 CPU durch die Gegend fährt. Dann hat man es schon wieder ein bisschen schwerer. So, also Noobs wegklatschen ist dann nicht mehr ganz so einfach, finde ich gut. Man kann auch mit 500 CPU in 1750 CPU-Ranking kommen. Das ist schon krass, ist schon krass. Ja, beim nächsten Mal gucken, was wir noch machen. Ne? Werden wir aber dann sehen. Und ja, dann würde ich sagen, ich war der Tenji. Ich bin der zufriedene Angelo. Ja, von den Noobs-Kanal. Bis jetzt aber beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.